Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, im heutigen Video habe ich wieder 10 Pieces rausgesucht für diese Woche. Sind ein paar nice Sachen dabei, ein paar coole Sneaker, ein paar coole Schuhe, generell ein bisschen Mix, alles auf jeden Fall am Start, von ein bisschen streetig bis Klassik, aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen fangen wir mal einfach an mit Piece Nummer 1. So Leute, Piece Nummer 1 ist eigentlich eine Cap, die ich gesehen habe, und zwar die gibt es aktuell bei Zara. Ich finde diese Cap sehr nice, diese Salt Lake City State of Utah, eine sehr coole Cap, aber aktuell gibt es die nur noch in Beige. Ich hoffe, dass sie die Tage nochmal in Blau reinkommt. Ich habe sie jetzt nicht gefunden, aber sie ist auf diversen Fotos im Shop zu sehen und ich finde sie sehr cool. Die weiße, cremeweiße gefällt mir auch gut, aber ich finde, die sind sehr anfällig für, ich sag mal, Schmutz. Generell, natürlich kann auch mal so eine Cappy dreckig werden. Ich finde dann eine helle Cap, wenn die zu dreckig wird, nach einer kurzen Zeit, sieht die auf jeden Fall nicht mehr nice aus. Dementsprechend finde ich, sollte man da eventuell auf die blaue Variante warten, weil die gefällt mir wirklich sehr, sehr cool. Erst recht, wenn man das mit Blau und Blau oder Blau mit Weiß kombiniert, hat auf jeden Fall was. Ich mag auch die Form der Cap mir hat sie auf jeden Fall gefallen. Deswegen habe ich sie mitgenommen als Piece Nummer 1. Ich hoffe, das ist auf jeden Fall was für euch, ein kleines Accessoire zu Beginn. Dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. So Leute, machen wir weiter mit dem Piece Nummer 2. Und der Piece Nummer 2 ist so, ja, wie so eine Art Vintage-Strickpullover. Allerdings neu von Zara. Ich finde den sehr cool, muss ich zugestehen. Ich weiß nicht genau, wie man das Ganze... das sieht natürlich hier sehr cool kombiniert aus. Aber ich finde diese monotonen Looks nicht sehr alltagstauglich. Ich finde es ein bisschen schwierig, aber ich könnte mir das zum Beispiel auch zu einer Chino oder einer dunklen Jeans etc. genauso gut vorstellen. Dementsprechend natürlich in der Kombo, wie es da abgebildet ist, sehr nice, aber wie gesagt, da fehlt so ein bisschen die Alltagstauglichkeit. So diese hellen Farben, Leine, finde ich ist immer ein bisschen schwierig, aber naja. Aber ich finde den Pulli an sich sehr cool, weil er hat diesen Oldschool, diesen 80er Jahre Flair irgendwie mit drin. Das sind so damals die Formen gewesen. Da gibt es auch diverse Vintage-Shops, wo man sowas bekommt. Und ich finde ihn sehr clean, sehr nice. Dementsprechend, Strick ist natürlich gerade ja, schon angesagt. Tragen viele gerne. Und dementsprechend dachte ich, nehme mal einen Strickpullover mit rein. Und das ist der mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Und das ist Piece Nummer 2. So Leute, machen wir weiter mit Piece Nummer 3. Und Piece Nummer 3 ist etwas, was mir auf, ja, ich dachte auf Amazon mal. Und da habe ich jetzt auch mal geschaut. Wobei ich sagen muss, ich finde den Amazon Kleidungsshop ein bisschen unübersichtlich. Trotzdem bin ich auf die Jacke aufmerksam geworden, die einen sehr fairen Preis hat. Für 55 Euro so eine Jacke. Und das ist so ein, wie so eine Art Blousonjacke, auch mit so aufgesetzten Taschen, hat ein bisschen mit diesem französischen Flair, sieht man auch bei Savo Paris. Und das Coole an der Jacke ist, die hat so ein Handtrittmuster. Das gefällt mir extrem nice. Ich habe selber von Savo Paris ein Handtrittmuster-Mantel und dementsprechend dachte ich, wow, okay, sehr cool. Man muss natürlich schauen, wie das Ganze sich anfühlt. Ist von dieser eigenen Marke von Amazon Find. Ich glaube, die gehört zu Amazon selber. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber eigentlich schon. Weil da steht auch Amazon-Marke mit dabei. Und dementsprechend dachte ich, es ist auf jeden Fall eine coole Jacke. Hat auf jeden Fall was, ein kleiner Eyecatcher. Und gerade diese weiß-schwarze Kombo und dann noch Handtritt gefällt mir persönlich sehr nice. Naja, ich weiß nicht genau. Man müsste es auf jeden Fall mal abchecken. Trotzdem habe ich es mit reingenommen als Piece Nummer 3. So, machen wir weiter mit Piece Nummer 4. Und Piece Nummer 4, endlich mal wieder ein schöner Anzug. Und zwar dieser Doppelreiher hier von Sandro Paris. Gefällt mir extrem gut. Ich muss natürlich sagen, diese Models, die das immer anhaben, so groß und schlank, da sieht sowas natürlich immer extrem nice aus. Aber ich finde einfach der Anzug von an sich schon super, also wirklich gefällt mir extrem gut. Fast eine 10 von 10, muss ich sagen. Farbe etc., Passform. Natürlich muss man schauen, wie das bei einem selber sitzt. Die Schuhe sind jetzt nicht so ganz mein Fall, aber dafür habe ich schon gleich was in Aussicht, was dazu passt. Aber ich finde generell der Anzug sehr nice und wer sowas sucht, mal nicht nur den einfachen Anzug, sondern so einen schönen Doppelreihe-Anzug, kriegt das gerade als Combo bei Sandro Paris als Piece Nummer 4. So Leute, kommen wir zu Piece Nummer 5 und Piece Nummer 5 habe ich passend zu dem Anzug rausgesucht und zwar ein paar schöne Penny Loafer. In dem Fall hier habe ich die bei Arket gefunden und die muss man nicht nur zu Anzügen oder kann man nicht nur zu Anzügen cool kombinieren, sondern ich finde, so was man hier auf dem Bild schon auf den ersten Blick sieht, ist das schon sehr, sehr nice kombiniert. Diese, ich sag mal, bisschen, ja, schöne Jeans, würde ich sagen, hat einen schönen Schnitt, schöne Länge und dazu kombiniert
sowas. Ich könnte mir sowas gut vorstellen, entweder mit einem schönen Pullover oder einem schönen Hemd. Da hat man einen sehr coolen Casual-Look. Und der Schuh hat mir sehr gut gefallen. Schöner, cleaner Penny-Loafer. Muss man natürlich auch mal schauen, wie das Ganze ja, quasi sich anfühlt, ob das drückt etc. Ist immer eine Sache, weil sowas trägt man meistens entweder mit so ja, quasi knöchelfreien Socken auf gar kein, oder man kann es natürlich auch mit Socken anziehen, aber ich würde es prinzipiell schon, ich trage sowas teilweise sogar ohne Socken und dementsprechend fand ich die auf jeden Fall nice, sehr schöner Colorway, sehr clean. Und das Coole daran ist, finde ich persönlich, dass man hier nochmal genau die Längen hat. Da kann man nochmal vielleicht für sich selber abmessen, weil Schuhe retournieren ist immer ein bisschen schwierig, sobald man sowas zu Hause schon anprobiert. Man hat quasi die Sohle ein wenig nur leicht angekratzt, kann der Shop das schon ablehnen und dementsprechend, ja, ich weiß es nicht. Aber ich finde sie cool, dementsprechend checkt die auf jeden Fall mal ab. Die gibt es gerade bei Arket. So Leute, bleiben wir beim Thema Schuhe und Thema Schuhe habe ich rausgesucht und zwar am 19.02. kommt ein sehr cooler Nike Dunk Low raus in den Medium Curry Colorway. Es gibt verschiedene Stores, zum Beispiel Few oder diese ganzen Premium Stores, da könnt ihr euch für Raffles eintragen. Ebenfalls wird der Schuh auf der Nike Sneakers App gelauncht, wo ich hier gerade auch drauf bin. Da kann man sich benachrichtigen, quasi eintragen lassen. Trotzdem müsst ihr am 19.02., also übermorgen, einfach ja, um Punkt 9 Uhr da sein, um überhaupt eine Chance dafür auch aufzubekommen. Ich finde den Colorway sehr cool, hat was, auf jeden Fall so dieses Wildleder-Upper, gefällt mir extrem nice mit diesem beigen Swoosh, wäre auf jeden Fall ein sehr cooler Colorway. Ich gehe darauf jetzt nicht, ich finde ihn aber trotzdem auf jeden Fall erwähnenswert als einen der 10 Favorite Pieces der Woche. Vielleicht sucht ja der eine oder andere wirklich einen schönen braunen Colorway als Nike Dunk Low. Ist immer schwer, überhaupt Nike Dunk Lows zu bekommen. Gestern zum Beispiel gab es für, ich sag mal, vielleicht gefühlte 15 Minuten ein Restock von den Nike Dunk Low by You, wo man das Ganze für sich selber customizen lassen kann. Ist natürlich auch eine coole Kombo, aber das war innerhalb von ein paar Minuten direkt wieder ausverkauft. Da kann es natürlich sein, dass demnächst nochmal quasi Nachschub kommt. Aber wer weiß, ich gehe davon aus. Trotzdem, check den Schuh ab. 19.02. kommt auf jeden Fall der Medium Curry Nike Dunk Low raus. Sehr nice. So, dann kommen wir noch zu einem weiteren Schuh, der am 27.02. rauskommt. Das ist nicht für diese Woche. Trotzdem wollte ich schon mal mit bei vielen mit auf dem, quasi aufs Radar bringen, auf den Trichter bringen, falls ihr sowas sucht. Und zwar ein Air Jordan 4 in dem Taupe Haze Colorway, also diesem braunen Colorway. Und das ist eine sehr gute Alternative zu dem Travis Scott Jordan 4, der rauskam. Und ich finde persönlich sehr nice. Ich bin persönlich nicht so der Fan von den Jordan 4er. Ich finde diese Silhouette ein bisschen zu klobig. Ich mag das nicht, wenn die Schuhe viel zu groß sind. Ich kann mich gerade so, ich sag mal, von der Passform her, von der Schuhgröße an diese Nike Dunk Lows oder ich sag mal an den Jordan 1 quasi habe ich mich gewöhnt. Und das ist sehr fein für mich, sehr nice. Aber ich sag mal, Jordan 4er sehe ich mich nicht so sehr. Ich finde es aber allerdings sehr nice, wenn es bei anderen Leuten, wenn die das tragen, wenn die es kombinieren. Es gibt ja verschiedene Colorways. Gab es ja auch letztes Jahr quasi diesen Air Jordan 4 von Off-White in diesem ganz beigen Look. Auch sehr, sehr schöner Schuh. Und ja, auf jeden Fall eine sehr coole Variante, die da rauskommt. Wer sowas sucht, checkt das auf jeden Fall ab. Nächste Woche müsst ihr auf jeden Fall auch sehr schnell sein bei solchen Colorways. Die sind sehr gefragt. Und generell alles, was auf der Nikes, Nike Sneakers App released wird, könnt ihr davon ausgehen, dass da schon eine sehr hohe Nachfrage ist. Also zumindest das meiste, gerade bei so, ich sag mal, gehypteren Schuhen wie Nike Dunks oder Air Jordan 4er, Air Jordan 1er etc. Wirklich ist es immer sehr schwer, sowas zu bekommen. Trotzdem, probieren kann man es. Checkt das auf jeden Fall ab. So Leute, dann kommen wir zu einem meiner Favorite Basic T-Shirts, so leichtes Oversized Basic T-Shirt, was ich persönlich auch selber besitze. Und das habe ich in verschiedenen Colorways. Das habe ich unter anderem in diesem Colorway, in Beige, in Schwarz habe ich das, in Weiß habe ich das. Ich hätte es noch gerne in Grau, ich weiß gar nicht. Nee, Grau ist gerade ausverkauft, aber ich finde diese, ich sag mal, diese zwei Colorways schon sehr nice. Das Blau ist mir ein bisschen zu stark. Das Blau finde ich auf jeden Fall noch cool. Khaki finde ich auf jeden Fall nice. Und die anderen Farben sind nicht so ganz mein Fall. Aber ich kann euch sagen, die Passform, die Qualität etc. ist ein sehr cooles T-Shirt. Und deswegen habe ich das diese Woche auf jeden Fall in meinem Favorite Piece der Woche mit reingenommen. Ist ein sehr cooles Teil. 25 Euro natürlich auch kein 5-Euro T-Shirt. Man kann auch sich ein leichtes Oversize T-Shirt für 5 Euro besorgen. Aber ich kann euch sagen, die sind auf jeden Fall sehr nachhaltig, wie hier auch steht. Sehr cool, immer wieder benutzbar. Und die Qualität spricht auf jeden Fall für sich. Das Great T-Shirt von Weekday ist immer wieder
quasi ein Hingucker und immer wieder ein nice Piece. Dementsprechend checkt das ab. Verschiedene Colorways, gerade bei Zalando, wenn nicht alternativ auch bei Weekday auf der Seite selber. Sehr, sehr nice. So Leute, und dann kommen wir schon zum letzten Piece. Und das letzte Piece ist quasi eine Jacke, die ich bei About You gesehen habe, die ganz neu reingekommen ist. Und zwar ist das so eine Teddyjacke, ein bisschen in diesem Workwear-Look mit der Tasche. In zwei Colorways. Ich finde den beigen Colorway ein bisschen nicer, aber es gibt den alternativ auch noch in schwarz. Und zwar ist die von Levi's. Also auf jeden Fall sehr qualitativ, wird die hochwertig sein. Denn Levi's macht eigentlich, finde ich persönlich, immer sehr nice Jacken. Und ja, ich finde beide Colorways sehr cool. Kann jeder für sich selber entscheiden, was er mehr feiert. Aber ich finde das Ganze sehr cool. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Und das war auf jeden Fall das letzte Piece. So Leute, das war es an der Stelle wieder mit meinen Favorite Pieces der Woche. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich habe das Ganze für diese Woche wieder rausgesucht. Wenn ihr meinen Kanal natürlich unterstützen möchtet, lasst gerne einfach ein kostenloses Abo da. Es tut keinem weh. Ihr würdet mich damit mega unterstützen. Und das würde auf jeden Fall mir und dem Kanal auf jeden Fall helfen, ein bisschen zu wachsen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace, Leute. Ciao.